Hi Leute, hier ist der Dave. Heute mit einem sehr besonderen Thema, denn heute reden wir über den Blackout. Und wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Freundes-Bekannteskreis, da haben sich etliche gemeldet und haben gemeint, hier Dave, du beschäftigst dich doch damit. Ja, wie sieht's denn aus? Was ist denn das überhaupt für ein Zeug? Was kann man da tun? Und ja, gib mal ein paar Infos. Viele haben auch da noch dazu gesagt, ja. Du weißt ja, damals im Sozialismus, da hatten wir auch mal öfters den Strom weg, ist ja gar nicht mal so schlimm. Jein, ein Blackout ist kein Stromausfall. Im Prinzip schon. Aber ein Stromausfall, wie wir praktisch aus den kommunistischen Ländern kennen, die halt so toll bewirtschaftet wurden in den linken Diktaturen, das ist immer eine Mangelwirtschaft gewesen, wo der Strom sanktioniert worden ist. Ab und zu gab es Ausfälle, aber das war eigentlich nicht das Gros. Die meisten Stromausfälle, die wir hatten, und wir hatten oft welche, waren einfach Rationierungen. Da wurde ein Stadtviertel abgeschaltet für 6, 7 Stunden, dann hatten sie wieder Strom und der nächste Stadtviertel, der war stromlos. Ganz einfach, weil nicht genug Strom erzeugt werden konnte. Sozusagen haben sie rationiert. Das hat auch Sinn. Wieso das immer nur ein paar Stunden gehalten hat, denn die Menschen hatten damals auch ihre Vorräte in Gefriertruhen. Und ja, wenn das noch kaputt gehen würde jedes Mal, da würden viele Leute auf die Palme ja, steigen und ganz gehörig dann ihren Frust zum Ausdruck bringen. Und so hat man das Ganze versucht noch irgendwie ja, in Rahmen zu halten. Ja. Und Blackout ist komplett was anderes. Da wird kein Block abgeschaltet, da wird kein Viertel abgeschaltet, da ist alles weg. Und zwar kann es ganz große Regionen betreffen, wenn nicht sogar ganze Länder. Gerade bei uns in Europa, wo die Stromnetze sehr ja, vernetzt sind und das Ganze sehr verbunden ist und ein ja, Blackout sich über mehrere Länder erstrecken kann und dann noch über mehrere Wochen, wenn nicht Monate, da reden wir über komplett andere Dimensionen. Das hat nichts mit einer Stromrationierung zu tun. Da ist das plötzlich auf einmal weg und dann schauen wir zu, wie man damit zurechtkommt. Jetzt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Das kann ich euch nicht sagen. Da gibt es Experten, die sagen, ach, das sind wir weit entfernt, so etwas passiert eigentlich gar nicht. Da gibt es natürlich wieder Experten und die dann sagen, oh, das kann jederzeit passieren und. Ja, wieso rede ich denn überhaupt drüber? Ganz einfach, weil für viele Menschen das jetzt ein Thema ist. Und wieso ist es ein Thema? Weil es immer wieder im Fernsehen jetzt kommt. Ja, Katastrophenschutz meldet, ja, bevorratet halt 2 Wochen Essen, das sollte jeder daheim haben, man sollte irgendein Kurbelradio, ein paar Kerzen, sonst etwas noch haben und Erste-Hilfetasche und ein paar Schmerzmedikamente, dann hört ihr von Politikern, ja, da etwas ist auch möglich, dann seht ihr irgendwelche Wissenssendungen, wo so etwas pausenlos durchgenommen wird. Ja, also es ist schon mal auf dem Tisch. Es muss ja nicht eine Katastrophe sein, so wie in Ahrtal zum Beispiel, wo eine Überschwemmung ja auch die gesamte Infrastruktur kaputt gemacht hat. Und schaut mal, das war nur auf einen kleinen Bereich begrenzt. Und wie viele Wochen es gedauert hat, bis die Menschen überhaupt irgendwie zum beinahe normalen Alltag gelangen konnten. Und das mit Mordshilfe von außerhalb. Und bei dieser kleinen Katastrophe bei uns konnte man auch sehen, dass man sich auf den Staat überhaupt nicht verlassen kann. Das war ja komplett ein Totalversagen. Nicht nur von der Politik, sondern auch halt von vielen Stellen, die eigentlich dafür zuständig sind. Ohne die ganzen freiwilligen Helfer wäre das Ganze nicht zu stemmen gewesen in der Zeit. Ja, da seht ihr auch halt, wie kleine Blackouts zu was sie führen können und was das für eine Belastung für die Menschen war. Obwohl außenrum alles top war. Wenn das breit ja, passiert, dann ist die Katastrophe umso höher. Da könnt ihr mit einer Hilfe von außerhalb nur im minimalen Bereich rechnen. Und das wollte ich euch nochmal, bevor ich halt mit Maßnahmen anfange, euch auf den Weg geben. Verlasst euch da auf nichts. Ohne Strom funktioniert bei uns fast gar nichts.
Und die ganzen Hilfsorganisationen, die wir haben, Freiwillige Feuerwehr und Samariter und Johanniter und Rote Kreuz und THW und die Bundeswehr, das wird so beschäftigt sein, die lebensnotwendigen Sachen am Laufen zu halten, wie Tankstellen, wie Wasserversorgung, wie Lebensmittelausgabe, Arztfahrten, Kranke betreuen. Das könnt ihr vergessen, dass euch irgendwie in einen Maßstab geholfen wird, dass ihr einigermaßen normales Leben führen könnt. Das ist ein Ausnahmefall. Und dementsprechend wird er auch genauso ja, von euch ertragen werden müssen. Das ist einfach so. Und viele von diesen Organisationen waren auch total versagen, weil denen die Leute dann fehlen. Weil die Menschen brauchen ihre Zeit und ihre Arbeitskraft bei sich daheim. Die meisten Organisationen sind auf freiwilligen Basis, so wie ja, die Feuerwehr. Da werdet ihr sehen, dass da ganz wenig sich Leute sich zum Dienst melden werden, weil sie nämlich daheim selbst gebraucht werden. Also, in so einer Krise ist jeder selbst sich der Nächste. Das ist so ein Spruch, aber ja, das hat uns die Geschichte auch gelernt, dass es so ist. Ja, wenn so Blackout plötzlich da sein sollte, was machen wir? Da habe ich mir ein paar Sachen mal aufgeschrieben, die für uns wichtig wären. Ganz einfach, als erstes, bevor ich überhaupt mit Maßnahmen anfange, geht es hier um die Psyche. Nicht verzweifeln, keine Panik schieben, keine überhasteten Sachen, nichts übertreiben, nichts aufbauschen, ruhig, gelassen, konstruktiv und durchdacht arbeiten. Die Welt geht nicht unter. Nur mal als Beispiel, ein Fünftel der Weltbevölkerung haben überhaupt keinen Zugang zu Strom. Die leben immer noch. Okay? Nur mal als allererstes. Und ja, und es kommt auch auf die Jahreszeit an, trifft das einen im Sommer oder trifft das einen im Winter. Hat komplett andere Auswirkungen. Im Winter haben wir viel mehr Schwierigkeiten damit, auch weil viele Heizungen ausfallen, aber dazu kommen wir noch. So, als allererstes Nahrung. Habt ihr ja mitgekriegt, es geht sogar über mehrere Wochen. Tja, wenn man gerade Selbstversorger ist, kommt man damit sogar gut klar. Aber Leute, die in der Stadt wohnen oder sonst wo und keine Möglichkeit haben, großartig was zu horten, was Eingemachtes beiseite zu legen, ja, die kommen dann irgendwann mal in Bredouille. Man sollte sich aber auf jeden Fall so eine eiserne Reserve holen. Auf jeden Fall sollte man 2 Wochen noch normal essen können. Und ich sage normal essen und nicht irgendwie irgendetwas, damit man satt wird. Denn ihr kennt den Spruch, ohne Mampf kein Kampf. Das bedeutet, die Moral, auch die eigene Empfindung, die sinkt mit schlechtem Essen. Also wenn ihr einfach irgendetwas in euch reinstopft, damit ihr ja keinen Hunger habt, wirkt das sich sehr auf eure Psyche aus. Und wenn ihr normal, ja, schlemmt, dann ist alles in Butter eigentlich. Ja, sozusagen 2 Wochen sollte man auf jeden Fall gut essen können und danach könnte man schauen, wie man das den Rest rationiert. Aber es ist ja nicht so, dass ihr dann nirgendwo mehr kriegt. Also die Supermärkte werden auf jeden Fall zu sein. Ihr könnt nicht einfach hin und euch Wasser aussuchen. Ich denke mal, das wird so gehandhabt, dass ihr dann ja, euch anstellen müsst. Es wird lange Warteschlange geben, das kostet euch Zeit. Und dann werdet ihr Pakete kriegen. Ganz einfach, da werden halt die Supermärkte das Zeug in Pakete packen, in Tüten, was auch immer. Da gibt es eine Tüte für 5 Euro, eine 10 Euro oder was auch immer. Oder es wird euch zugeteilt und irgendwie anders abgerechnet. Und ihr könnt euch das abholen. Und dann müsst ihr euch halt wieder anstellen. Und ich gebe euch mal ein gutes Beispiel. Wenn in Polen mal damals eine gute Wurst beim Metzger kam, ja, dann waren auch Wartezeiten von 6 Stunden. Kein Thema. Was denkt ihr, wenn es ist, wenn man überhaupt die Grundnahrungsmittel sich irgendwie beschaffen muss? Also die Essensausgaben werden große Schlangen produzieren. Das ist halt so. Deswegen ist man gut vorbereitet, immer noch am besten dran. Und das kostet euch eine ganze Menge Zeit, in so einer Schlange zu stehen. So, als nächstes das Thema Wasser. Erstmal Trinkwasser braucht ihr sowieso. Aber man braucht auch Wasser zum Duschen. Man braucht also für die ganze Hygiene. Man muss Wäsche waschen, man muss Geschirr spülen, man muss halt putzen, was auch immer. Wir haben großen Wasserverbrauch.
Und das Wasser wird natürlich auch irgendwie gebracht werden müssen. Denn Wasserwerke werden eine Zeit lang vielleicht funktionieren, aber irgendwann mal funktionieren sie dann auch nicht mehr. Kann sein, dass der Tankwagen dann kommt und dann braucht ihr ein Behältnis, womit ihr das abholt. Und meistens halt irgendein Bollerwagen, eine Schubkarre oder ein Fahrrad, um das Wasser nach Hause transportieren zu können. Weil das wird dann auch irgendwo halt ausgegeben. In der Stadt wird das garantiert passieren, in irgendwelchen Tankwegen, sonst etwas. Und auf dem Dorf, da gibt es vielleicht auch noch ein paar findige Bürgermeister oder ein paar kleine Initiativen, die dann halt den alten Dorfbrunnen wieder aktivieren, wo man dann noch pumpen kann. Das wäre ja Idealfall. Aber wie gesagt, da geht es original mal besser, mal schlechter. Aber ihr braucht Wasser. Also stellt euch darauf ein, dass ihr einen Behälter haben müsst, womit ihr das irgendwie beischaffen könnt nach Hause. Und ihr braucht nicht gerade wenig. Vor allem, wenn ihr dann noch Viecher habt. Ja, dann geht es um Kommunikation. Ja, Kommunikation ist sehr begrenzt. Könnt aber dann nur noch reden. Und zwar auf Hörweite. Da gibt es kein Strom, also kein Telefonnetz, gar nichts mehr, kein Internet, das könnt ihr alles knicken. Da funktioniert gar nichts. Zur Kommunikation geht aber, also funktioniert nicht nur, dass ihr jemanden anrufen könnt und euren Notruf absetzen könnt, sondern auch so etwas wie Radio und Fernsehen. Da werden bestimmt Notsender dann laufen, also ein Kanal oder so, ein Notsender. Und das kann man dann aber auch nur empfangen, wenn man ein Gerät noch hat, das funktioniert. Da wird zum Beispiel oft halt mal Haufen Kohle gemacht mit so Kurbelradios und vergiss den Dreck. Das Zeug ist eine veraltete Technik, okay, für Schweinegeld. Ich habe gesehen, solche Teile kosten da 40, 80 Euro. Vergiss den Mist, jeder von euch hat ein Handy. In jedem Handy habt ihr Radioempfang. Okay? Jedes Handy hat ein Radio eingebaut. Ihr sagt, ja, ich kann das Handy nicht aufladen. Ja, im Grunde schon. Aber ihr könnt das Handy braucht so wenig Strom, ja, ihr braucht es dann nur für den Radioempfang oder für die Taschenlampe oder was auch immer, Navigation, wenn ihr unterwegs seid. Aber ja, aber es braucht ziemlich wenig Strom. Das könnt ihr im Auto noch laden, solange noch Sprit da ist. Das könnt ihr an jedem, ja, vielleicht mal bei der Feuerwehr oder beim Bauer oder bei sonst jemanden halt wirklich laden. Ihr könnt auch, ja, die halt ein Dieselaggregat haben. Ihr könnt aber auch Powerbanks benutzen. Also lieber eine Powerbank kaufen, womit ihr Handy aufladet, als dass ihr so ein Kurbelteil kauft. Und ihr könnt euch so faltbare Solarblätter kaufen. Das sind so Solarpanels für Rucksacktouristen, wo man das einfach in die Sonne hält und dann lädt es die Powerbank auf und damit auch euer Handy. Also so etwas könnt ihr öfters nutzen, so etwas braucht man immer und nicht so ein Kurbelteil, was man nur im Notfall benutzt. Und ich muss sagen, ich hatte so eine Kurbeltaschenlampe, ich hatte ein Kurbelradio, ich habe mehrere von diesen Geräten schon mal geschenkt gekriegt. Ich habe jedes nach der kürzesten Zeit kaputt gemacht. Kurbel, mechanisches Teil, das meiste ist sowieso billig produziert, das ist keine Qualität. Alles, was mechanisch ist und bewegt wird, geht irgendwann mal kaputt und diese Dinger verrecken schnell. Und das könnt ihr vergessen. Diese Kurbeldinger sind einfach rausgeschmissenes Geld. Holt euch lieber eine Powerbank und Solarladepaneele. Geht wunderbar. Für Handy langt es auch. Vielleicht sogar noch für ein paar andere Batterien und irgendwelche Geräte, die ihr braucht. Taschenlampe oder so. Ja, dann geht es noch zum Thema Licht. Licht braucht ihr. Das Licht hier oben wäre zum Beispiel aus, aber es macht nichts. Okay? Wenn ihr nicht gerade ja, in der Höhle haust, was kaum einer mehr tut, braucht ihr nicht großartig Licht. Ihr lebt einfach so wie die Menschen vor Jahrtausenden auch. Die Sonne geht auf, da steht man auf, beginnt der Alltag und ja, mit dem Sonnenuntergang geht man schlafen. Da lebt ihr ein bisschen nach dem Biorhythmus, okay? Man kann sich aber auch Kerzen und so etwas mal holen oder halt so Campinglichter, die man wieder mit einer Powerbank zum Beispiel betreiben kann. Etwas LED, die brauchen nicht viel Strom und dann wird das funktionieren. Also Licht ist euer kleinstes Problem. Dann die Mobilität. Die Mobilität, ja, die ist stark eingeschränkt. Eure größte Mobilität sind eure Füße. Und ein Fahrrad, ein Schubkarren, ein Bobbycar, was auch immer.
Ja, ich habe Bobby Carr gesagt. Das war halt ein Witz. Aber ja, alles, was ihr selbst vor selbst strampelt, das ist euer Fortbewegungsmittel. Weil Sprit ist so viel, wie ihr habt, und danach kriegt ihr keinen mehr. Weil der Sprit wird rationiert. Sprit brauchen die ganzen Hilfsorganisationen, dass praktisch die Landwirtschaft, die ganzen Viecher versorgt werden müssen, Kühe müssen tagtäglich gemolken werden, das sind Tausende von denen. Und ja, da braucht man halt Dieselaggregate, und der ganze Sprit wird da überall gebraucht. Sozusagen, Sprit kommt ja gar nicht dran. Das kriegen praktisch diejenigen, die das wirklich zu ihrer Aufrechterhaltung der Ordnung und der Versorgung irgendwie benötigen. Deswegen ein Fahrrad, ein Bollerwagen, so etwas, das braucht ihr dann. Ja, und dann im Winter heizen. Hui, Pelletheizung, die ja, mit einer Pumpe funktioniert nicht mehr. Ja, so die ganzen Wärmepumpen funktionieren nicht mehr. Viele werden sich da halt in den Hintern beißen. Das ist es. Ihr kennt ja zum Beispiel bei mir, ich bin da versorgt mit einem Holzofen. Das kann sich aber halt nicht jeder hinbauen. Dann gibt es nämlich ja, Möglichkeiten, wie man sich warm halten kann. Ich sag's mal so, im Winter habt ihr dann in der Bude vielleicht nur 12 Grad. Das ist halt so, damit müsst ihr dann leben. Ich gebe euch einen Tipp. In einem Raum findet das ganze Leben statt, und ihr versucht nicht, dass die ganze Wohnung irgendwie zu beheizen und die Ressourcen dafür zu verpulvern, sondern möglichst alle in einem Raum, wo das Leben stattfindet, und dann wärmt man den Raum praktisch ja durch sich selbst eigentlich. Dann habt ihr ein paar Grad mehr, dann heißt es halt ganz einfach, Klamotten, dicke Klamotten auch daheim tragen oder auch die Decke, und es geht früher ins Bett, das ist einfach so. Da habt ihr halt keine großartigen Möglichkeiten. Da gibt es ein paar Sachen, die halt wirklich wieder Ressourcen kosten. Ja, aber tja, da muss man halt wirklich sich was einfallen lassen und das Ganze rationieren. Also wenn ihr keine Möglichkeit habt, irgendwie unabhängig, autark Heizung zu betreiben, dann investiert in dicke Klamotten und Decken. Das ist einfach so. Ja. Das sind meine Tipps für euch. Das ist so das Grobe. Ich möchte euch aber nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass ihr sehr selten Hilfe von außerhalb kriegt. In der jetzigen Zeit, sogar mit diesem ganzen Corona-Schwachsinn, der hier abläuft, sowieso, weil die ganzen Maßnahmen, die unsere Regierung die ganze Zeit gefahren hat, hat eigentlich die ganzen Vereinswesen, die ganzen Gemeinschaften, die es davor noch gab, so ziemlich zerstört. Die Vereine funktionieren gar nicht mehr, man trifft sich gar nicht mehr, man hat keine sozialen Kontakte, das Ganze geht auseinander, die Menschen haben nicht mehr so viel miteinander zu tun, sie entfremden sich, sie helfen sich nicht mehr. Und ja, und solche Strukturen braucht man in Krisen, und bis die entstehen, wird das ziemlich viele Schäden geben. Deswegen ist schön, wenn man sich organisiert, ist super, wenn man so etwas tut, aber rechnet nicht unbedingt damit. Also es ist gut, wenn man vorbereitet ist auf so etwas. Und ja, erstmal halt die Eigensicherung, und dann gucken halt, was man machen kann. Ja, so viel erstmal zu dem Thema. Das ist halt grob umrissen. Und man könnte darüber einen ganzen Tag referieren. Es ist auch so, dass Kumpels mich immer mal ausfragen, und dann geht eine kleine, ja, kleines Thema, zum Beispiel nur über Licht und was möglich wäre, ins Unermessliche. Da kann ich teilweise hier 2 Stunden Vortrag nur über Licht halten, wie man ja, Licht beschaffen und machen kann und ja, einfach da versorgt ist. Aber das, ja. Das ist immer situationsabhängig und je nachdem, welche Möglichkeiten man hat. Gut, wenn ihr Fragen habt, explizit, schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie beantworten. Und ja, ich hoffe mal, dass es niemals passiert, dass ihr nie in dieser Bredouille kommt. Und ja, vorbereiten ist nie verkehrt, gell? Von daher, man lebt einfach leichter und fröhlicher, wenn man weiß, was man praktisch hat. Und ja, das ist ein bisschen Sicherheit für sich und ja, für die Lieben, die man hat.
Von daher ist es nicht verkehrt, auf alles vorbereitet zu sein. Man muss es nicht übertreiben, man muss dann nicht gerade hier einen Atombunker bauen und ja, den Dritten Weltkrieg ausrufen, sondern ja, bleibt einfach ja, bei Verstand und tut das alles in einem gewissen Rahmen, der euch zur Verfügung steht, einfach ja, erfolgen und das Ganze irgendwie so aufziehen, dass ihr zurechtkommt. Im Fall einer Krise. Gut, damit schließe ich auch das Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Kleiner Nachtrag. Kaum habe ich das Video einem Kumpel gezeigt, hat auch schon eine Frage dazu gehabt. Ja, hör mal zu, David, was ist denn eigentlich mit Toiletten und so etwas? Kann man die dann noch benutzen? Ich meine, das Wasser kommt da nicht nach und da kann man ja selbst in den Kasten ja was nachgießen und so. Ja, genau, das sind die einzigen Möglichkeiten. Aber zum Toiletten wollte ich euch auch noch was sagen. Gerade für die Städter ist es. Ja, es wird ganz schön eklig. Denn das ganze Kanalisationssystem wird dann auch gar nicht mal richtig durchgespült. Die Straßen werden stinken wie Sau. Also, solltet eure Toilette nur benutzen, wenn ihr gescheit spülen könnt. Ansonsten, nicht umsonst hat Katastrophenschutz so eine, ja, Mehrzweckschaufel, ja, angeraten, eine zu haben. Ganz einfach, damit ihr eure Exkremente irgendwo draußen im Garten vergraben könnt. So ist es. Also ihr werdet schon sehen, halt, die Toilette wird da nicht mehr benutzt werden können. Und ja, dann mehr oder weniger irgendwo halt vergraben, das ganze Zeug. Es ist einfach so. Und aus dem Gullideckel wird stinken, wie ja, ihr es noch nie erlebt habt. Da ist man froh, wenn es mal ordentlich regnet und das Ganze mal gespült wird. Ja, aber so ist es halt. Das ließ sich dann nicht vermeiden. So viel noch zum Thema Abwasser.